Großer Jubel beim Oberlausitzer Rennstall Münich Motorsport. Rob Huff holte am Samstag in Budapest die erste Pole Position in der noch jungen Tourenwagen WM-Saison. Gleichzeitig erhielt er für diesen Teilerfolg 5 WM-Punkte gutgeschrieben. So sehen es die Regeln vor. Sie sorgen auch dafür, dass der Erstplatzierte aus dem Qualifying im Eröffnungsrennen von Platz 10 starten muss. Doch das sollte an diesem Mittag unter der ungarischen Sonne am Hungaroring kein Problem für den Briten darstellen. Huff konnte sich in einer turbulenten ersten Rennrunde bis auf Platz 4 vorarbeiten. Von da an lieferte er sich über 10 Runden einen spannenden Kampf mit dem Volvo-Piloten Nestor Girolami. Eine Runde vor Schluss schließlich zeigte Huff sein ganzes fahrerisches Vermögen und sicherte sich mit diesem Überholvorgang den überraschenden Podiumsplatz. Im Hauptrennen startete der Ex-Weltmeister dann von der Pole-Position, erwischte aber keinen optimalen Start und fiel schon bis zur ersten Kurve auf den 4. Platz zurück. Vor Kurve 2 fuhr Huff auf Nick Ketzberg auf und schob den Niederländer in dessen Teamkollegen. Das Safety Car übernahm daraufhin das Rennen und der Brite erhielt eine Durchfahrtsstrafe. Zwar konnte er im weiteren Verlauf noch die schnellste Rennrunde und den 10. Platz herausfahren, aber bei Weitem nicht die hochgesteckten Erwartungen dieses Rennwochenendes erfüllen. In der WM-Fahrerwertung rangiert Huff jetzt auf Platz 6. Schon in 2 Wochen kommt die Tourenwagen-WM auf den Nürburgring nach Deutschland.